Ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video aus meiner Playlist der Gesellschaftskritik möchte ich einmal erklären, warum ich vorwiegend lange Videos mit einem relativ hohen Informationsgehalt produziere und was das Ganze eigentlich mit Dummheit zu tun hat. Ich verbinde also einfach mal meine eigenen Erfahrungen aus dem Leben und hier von YouTube natürlich ganz speziell mit so ein bisschen Philosophie und auch Psychologie. Intelligenz, kommt aus dem Lateinischen, heißt so ungefähr wie erkennen, ist die geistige Fähigkeit für ein sinnorientiertes Handeln bzw. zweckorientierte Problemlösungen. Ja, bis dahin soweit klar. Unter Dummheit versteht man umgangssprachlich wiederum einen Mangel an Intelligenz oder besser gesagt einen Mangel an Erkenntnis. Und dieser Mangel an Erkenntnis führt in der Regel zu unklugen Handlungen. Ja. Dummheit hat jedoch weniger etwas mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten zu tun, als vielmehr mit dem Unwillen, ja, gründlich über irgendetwas nachzudenken, nachdenken zu wollen. Ja. Und diese bequeme Gedankenfaulheit, die taucht dann meistens in Verbindung mit so etwas wie, auf wie oberflächlicher Arroganz, ja, Unbelehrtheit und Rechthaberei. Ja. Und dann kann man sich natürlich erklären, woraus da denn dieser Mangel an Erkenntnis führt. Ja, wenn man natürlich immer meint, man wüsste alles besser, kann es aber gar nicht natürlich, ja, ist man praktisch unbelehrbar. Ja. Und diese Dummheit ist absolut nicht IQ-abhängig, ne, wie man das vielleicht so meinen könnte, wenn man sagt, ah, ein Mensch, der hat jetzt weniger IQ, einen mit höherer IQ und so weiter. Das geht durch alle sozialen Schichten durch und betrifft damit auch, also eigentlich, vermeintlich, intelligente Menschen, inklusive mir. Ja. Tatsächlich sind wir alle irgendwann mal irgendwo dumm. Das heißt, wir machen unüberlegte Handlungen, die zu unklugen Ereignissen führen, ja, der eine mehr, der andere weniger. Ja. Bestes Beispiel allerdings für Dummheit ist die Politik. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man sollte eigentlich meinen, dass gerade in der Führungselite, wenn man das so nennen darf, doch die intelligentesten Menschen sitzen sollten, die am meisten Erkenntnis haben. Tatsächlich, wie wir das so sehen, ist dem aber leider überhaupt nicht so, denn ganz speziell Politiker treffen auch immer mal wieder dumme, unüberlegte Entscheidungen. Schlichtweg, weil sie uneinsichtig sind. Ja. Wirklich kluge Politiker, also mit bedachten Handlungen, ja, die hat es bei uns in der Geschichte, zumindest der Bundesrepublik Deutschland, gerade mal eine Handvoll gegeben. Ja. Ist also sehr überschaubar tatsächlich. Und während sich ein Mensch ohne Verantwortung für andere mit seinen dummen Entscheidungen in der Regel nur selber schadet, schaden dumme Entscheidungen von Führungspersonen natürlich auch sehr vielen anderen Menschen. Ja, das fängt an bei kleinen Firmen, geht dann zu größeren Unternehmen, betrifft in der Politik ein ganzes Land und am Ende natürlich möglicherweise, wenn es zu kriegerischen Handlungen kommt, die ganze Welt. Ja, und hier erklärt sich dann natürlich auch schon die Frage, warum Dummheit eventuell so gefährlich ist. Ja, man stuft das tatsächlich gern mal runter, wo man sagt, ach, überhaupt nicht. Man sollte das sehr ernst nehmen, dieses Phänomen der Dummheit. Ja? Denn abgesehen davon, dass sie kluge Menschen bei sinnvollen Handlungen immer wieder ausbremst, also die Dummheit, ja, trägt sie vor allem im höheren Maße zur fortschreitenden Zerstörung unseres Planeten bei. Ja? Denn praktisch alle umweltschädigenden Handlungen resultieren, neben der üblichen Habgier, ja, vor allem aus dummen Entscheidungen. Ja? Und das betrifft sowohl einzelne Idioten, ja, wie ich sie ganz gern immer nenne, wenn wir zum Beispiel irgendwo wieder in Lappland durchs Fjell rennen und sehen, da hat jemand Feuer gemacht, das ist schlichtweg dumm,
Ja? Leute Müll in der Natur irgendwo rumschmeißen, wenn sie irgendwo minderwertige Billigprodukte kaufen, die den Zweck nicht erfüllen und wo der Rohstoff verschwendet wurde und so weiter und so fort. Ja? Also einzelne Menschen, wie allerdings auch extrem globale Entscheidungen von ganz oben, ne? Wie zum Beispiel die Rodung von Wäldern überall auf der ganzen Welt, die Forcierung der E-Mobilität, dadurch die Folgen, siehe mein entsprechendes Video zu diesem Thema, und letztendlich natürlich die größte Dummheit von allem auf unserer Welt, hatte ich gerade schon genannt, der Krieg, ja? Als zerstörerischstes Werk der Dummheit überhaupt. Und wo ich jetzt die negativen Folgen von Dummheit so ein bisschen beleuchtet habe, die Frage, hat denn Dummheit auch Vorteile? Ganz einfach erklärt, natürlich. Denn wer keine Ahnung hat, schläft einfach viel ruhiger, könnte man sagen. Ja? Das heißt, wenn man sich nicht mit den Problemen beschäftigt, das heißt, sie aktiv ausblendet, ja? Zu diesem Thema hatte ich schon mal was gesagt, und ein Thema Psychopathie zum Beispiel, ja? Dann lebt man natürlich auch einfach zufriedener. Ja? Zumindest so lange, bis einen die Realität dann einhält. Aber auch hier zeigt sich dann wieder der Vorteil der Dummheit. Ja, man erkennt ja einfach nicht, dass es wenig klug war, die Sachen auszublenden. Und schon dreht sich das Hamsterrad der Dummheit weiter. Man sieht also fortschreitend ran. Ne? Dummheit kann also, je nachdem allerdings, wie man sich entschieden hat zu leben, ne, also was man für Lebensstil führt, auch ein Segen sein. Ne? Aber jetzt fragt mich bitte nicht, ob ich lieber dümmer oder klüger wäre, weil das ist eine wirklich sehr schwierig zu beantwortende Frage. Auch wenn man lange darüber nachdenkt, ist es nicht einfach. Beides Vor- und Nachteile. Woran erkennt man dümmere Menschen, ohne dass man vielleicht die Folgen ihrer dummen Entscheidung sieht? Relativ simpel. Sie glauben alles, was man ihnen sagt, und tun alles, was man ihnen aufträgt. Ja? Man könnte also sagen, stupide Befehlsempfänger. Ja? Und da führen spezielle Berufe und Tätigkeiten natürlich dazu, dass man tatsächlich aktiv verblödet. Ja? Der eine oder andere Berufstätigkeit dürfte davon bekannt sein. Ich überlasse das eurer Erkenntnis, das festzustellen. Ja? Und zweitens, reißen dümmere Menschen tatsächlich am weitesten den Mund auf. Ja? Schlichtweg, weil sie nicht wissen, wie dumm sie eigentlich sind. Das heißt, wie wenig sie tatsächlich wissen. Wohingegen die erkenntnisreichen Menschen deutlich zurückhaltender sind, weil ihnen sehr wohl bewusst ist, wie wenig sie wirklich wissen. Ja, kann man sich so ein bisschen, wie in der Schule, ja, gibt es hier immer welche, ich leite der Himmel. Ne, jetzt mal abgesehen von den Strebern, und dann findest du die coolen, ruhigen Lässigen in der letzten Reihe, die sich sagen, ach komm, hier, lass hier mal. Ne? Mitarbeit 6 war aber möglicherweise klüger im Kopf. Ja, aber will jetzt nicht aus eigener Erfahrung reden. Ja, also banale Kausalität in diesem Zusammenhang. Man kann einfach sagen, je größer das Prahlmaul, desto dümmer der Mensch dahinter. Und dann habe ich mir die Frage mal gestellt, warum nimmt denn Dummheit immer mehr zu? Also warum habe ich tatsächlich den Eindruck, dass ich mit immer mehr Dummheiten, um nicht zu sagen dummen Menschen, zu tun habe? Ja? Gegeben hat es die Dummheit in der Menschheitsgeschichte eigentlich schon immer. Ja? Ich denke nur, dass sie sich heute sehr viel leichter ausbreitet. Und mit Schuld daran sind vor allem soziale Netzwerke. Und ganz speziell hier YouTube natürlich auch. Ja? Denn hier kann wirklich der allerletzte Idiot, das darf man ruhig so sagen, ja, der sonst eigentlich absolut im normalen Leben, abseits der Kamera, überhaupt null Anhängerschaft finden würde, nichts zustande bekommen würde, also so ein winziges Licht irgendwo unterm letzten Tannenbaum wäre, ja, der kann da auch was zum Besten geben. Und das Ganze ist ja natürlich irgendwo eine Keimzelle der Dummheit. Ja. Denn durch soziale Netzwerke wird dann hiermit sozusagen der größte Schwachsinn, die schlechtesten Lügen, die beklopptesten Dummheiten tatsächlich auch der breiten Masse zugänglich gemacht. Ja. Und damit findet das Ganze dann immer mehr Toleranz in unserer Gesellschaft. Zum Thema Toleranz, Akzeptanz habe ich schon mal ein Video gemacht. Ja. Man könnte auch sagen, die Dummheit wird heute weniger als störend wahrgenommen. Ja, weil man sich tatsächlich mehr daran gewöhnt hat. Ja? Unser Alltag ist mittlerweile voll davon. Tja, und wem nützt denn das Ganze eigentlich, Dummheit? Ne? Weil alles hat ja auch irgendwo mal einen Sinn, könnte man selbst die Dummheit könnte einen Sinn haben. Ja? Und die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Natürlich der Wirtschaft und der Regierung. Wer hätte es gedacht, natürlich. Ja? Das war bereits im Mittelalter so, im Feudalismus, und das hat sich bis heute auch nicht geändert.
dumme Menschen hinterfragen praktisch nichts mehr. Sie wachen, was man ihnen sagt, sie kaufen stupide alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, und nach dem Motto, oh, will ich sofort haben, brauche ich, ne? Und sie erheben grundsätzlich auch überhaupt so gut wie fast nie irgendeinen Widerspruch, ja? Kluge Menschen hingegen fallen nicht auf jede Werbung herein. Die legen sich weniger sinnlosen Plunder zu und sie mücken auch schon mal auf, schwimmen mitunter sogar teilweise ihr ganzes Leben irgendwo gegen den Strom. Und bezüglich der Regierung kann man sagen, dass sie ihre Macht in der Regel mit drei simplen Mitteln durchsetzt. Punkt Nummer eins, das wichtigste Mittel der Machterhaltung, die Lüge. Dazu folgt nochmal ein ganz spezielles Video bei mir, was mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Ja? Denn Punkt Nummer zwei, die Drohung bzw. die Verbreitung von Angst und Panik. So nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht das tut, dann wird das passieren, ganz schlimm. Was natürlich auch immer passiert, ja klar. Und natürlich, last but not least, der dritte, um den es hier geht, die Verdummung der Bevölkerung. Ja? In diesem Fall denn meistens zumindest durch Fehlinformationen der mithilfe der vierten Gewalt. Das heißt den Medien. Richtig. Man kann das Ganze auch Propaganda nennen, wenn man jetzt spezielle Medienberichte da irgendwo sieht. Ja? Das heißt, die Dummheit ist durchaus gewollt und wird teilweise auch ganz gezielt gefördert. Das sollte sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen bewusster machen, als es ihm bislang vielleicht gewesen ist. Und bevor der eine oder andere jetzt vielleicht schon Angst bekommen hat, ach du großer Gott, ich bin ja bloß noch von Dummen umgeben, ja, was kann man gegen Dummheit tun, ja? Vor allem sich mehr Zeit im Leben für die Dinge nehmen. Das heißt, bewusster zu leben. Das, was ich praktisch in meiner ganzen Lebensphilosophie predige, das ist mit das Beste, was man gegen Dummheit tatsächlich tun kann. Gründe hinterfragen. Nicht immer alles glauben, was einem da serviert und vorgekaut wird. Stattdessen lieber mal selber nachdenken. Lieber was Sinnvolles lesen, als vielleicht anstatt nur Videos zu gucken die ganze Zeit. Jetzt natürlich ausgenommen von meinen Videos, ja, weil die ja, wie gesagt, wenn wir zum Ende kommen, ganz speziell gegen Dummheit sind. Ja. Und mir ganz persönlich wichtig, also das ist wirklich ein Ding, was ich immer wieder sage, und der eine oder andere, der mit mir persönlich Kontakt hat, der kriegt diesen Spruch immer wieder zu hören, ist: aus eigener Erfahrung lernen. Denn nur was man selbst erlebt hat, das weiß man auch wirklich. Alles andere ist schlichtweg nichts anderes als Glauben. Ja? Und das beginnt bereits in der Schule. Ja? Man nimmt das Wissen hin, weil es der Lehrer einem sagt oder weil es in irgendeinem Buch steht. Dabei sollte allerdings klar sein, dass auch der Lehrer nur einen Auftrag hat, Wissen zu vermitteln. Das heißt, Bestimmtes zu unterrichten, genauso wie auch anderes nicht unbedingt anzusprechen, bis teilweise sogar aktiv wegzulassen, auszublenden. Ja? Und auch unsere westlich-demokratischen Geschichtsbücher sind nicht frei von Lügen, ja? Die dann natürlich im Endeffekt logisch auch irgendwo dem ganzen System nutzen. Ja? Die volle Wahrheit kann keiner vertragen, egal in welchem Land, in welcher Regierungsform er irgendwo lebt, alles könnte irgendwo schädlich sein. Ja? Und daher sollte man die Bildung seines Kindes nicht ausschließlich in fremde Hände abgeben, sondern auch mal einiges selbst überprüfen, wie vielleicht auch anderes editieren. Ja? Im Berufsleben darf man durchaus mal den Kollegen oder den Chef auch mal für seine Entscheidung kritisieren. Ja? Denn immer daran denken, der Job ist nicht das Leben und die meisten Firmen ist das Wohl ihrer Mitarbeiter praktisch völlig egal. Ja? Wer sich irgendwo krank arbeitet, der hat den Rest seines Lebens was davon, ja? Bekommt keinen Dank. Und wer sich sogar noch tot arbeitet, der erhält maximal dann irgendwo einen Trauerkranz auf seinem Sargdeckel. Ja? Beide Varianten sind irgendwo sinnfrei, weil sie praktisch am Leben vorbeigelebt sind. Und ebenfalls unter dem Punkt, was kann ich gegen Dummheit tun, so ein bisschen Selbsterkenntnis. Viel zu oft sagt man, dass man angeblich irgendetwas wüsste. Tatsächlich handelt es sich allerdings bei diesen alltäglichen Aussagen aber doch eher darum, dass man glaubt, etwas zu wissen. Denn macht man sich erst einmal klar, wie viel man von dem wirklich selbst erlebt oder erlehnt hat, das heißt, wo man selbst dabei war, dann wird einem eigentlich erst klar, wie viel man tatsächlich nur weiß. Ja? Und dieser Definition, sowohl als auch meiner Überzeugung nach, weiß der Mensch zwar so einiges, aber in der Summe betrachtet doch irgendwo praktisch nur ein Fliegenschuss vom Großen und Ganzen.
Jetzt noch etwas zu mir. Was habe ich persönlich, sowie vielleicht auch andere, in der Vergangenheit gegen diese allgemeine Verblödung der Gesellschaft getan? Also in der Schule war ich damals schon ziemlich aufmüpfig, das darf man ruhig so sagen. Einfach weil ich selbst nachgedacht habe und mir dadurch auffiel, dass die ein oder Dinge, die man da so erzählt bekommen hat oder die man teilweise auch gelesen hat, so eigentlich gar nicht sein konnten. Ja, also da fiel das schon irgendwo auf und führte dann im Endeffekt auch nicht selten zu Diskussionen und das Ganze sehr zur Freude der Lehrerin und dann im Endeffekt irgendwo auch der Mitschülerin, ja, wo man dann gesagt hat, oh nein, Dominik schon wieder. Ja. Kennt ihr das? Kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor. Ja? Und das Ganze zog sich dann auch sofort, wenn man sich mal so Lebenslauf, ich mal so ein bisschen zurück entsinne, nächste Stufe nach der Schule, denn das Militär. Ja? Da habe ich zum Beispiel mal einen für den Vorgesetzten vermeintlich wichtigen Befehl tatsächlich verweigert. Ja? Schlichtweg, weil es einfach gegen meine ethisch-moralischen Überzeugung verstieß. Ja? Dieses Widerspruchsrecht hat man durchaus. Ja? Nun kann ich allerdings auch verstehen, warum es praktisch so gut wie keiner oder nur so wenige tun, aufgrund der Konsequenzen, die mir denn durchaus natürlich vorher schon bewusst waren, aber ich habe es dennoch gemacht. Ne? Irgendwo muss man Prioritäten setzen, ganz einfach. Ne? Und dann später im Berufsleben habe ich denn einige Dinge ganz gern mal so entgegen dienstlicher Handlungsanweisung auch mal in die eigene Hand genommen. Ja? Eben, weil es für mich von vornherein schon sinnvoll erschien und dann im Nachhinein natürlich auch bei anderen gut ankam. Ja? Natürlich nicht bei allen, weil man ja gesagt hat, oh, der ist aufmüpfig, aber das Ergebnis, damit konnte man dann tatsächlich irgendwo leben. Ja? Den Erfolg eingeheimst hat sich dann natürlich andere, das heißt Chefetage Obrigkeiten. Ja? Sie haben mich sozusagen als Kettenhund an einer langen Leine oder an einer sehr, sehr langen Kette laufen lassen. Ja? Wohl wissentlich, der dreht frei, der bewirkt etwas. Ja? Ich hatte da so eine Art, man kann das schon sagen, so einen gewissen Schutzstatus für den Scheiß, den ich gemacht habe, weil nämlich das Ergebnis immer sehr, also meine Methoden waren sehr unorthodox, aber die Ergebnisse haben immer überzeugt. Ja? Und das war schlichtweg von dem, weil ich mich halt nicht nach einigen dummen Vorgaben gerichtet habe. Peng. Ne? Am Ende allerdings war mir dann auch tatsächlich die Dummheit, das darf man wirklich so sagen, zu viel, die da so rumkam, die da verbreitet wurde, nach der man sich richten sollte. Das ging dann, konnte ich irgendwann auch nicht mehr mit klarkommen. Und hinzu kommen die Unmengen an Lügen, ja, die man ja, wenn man irgendwo arbeitet, es ist irgendwo eine Firma, ein Konzern, Unternehmen, und dass die Öffentlichkeit praktisch nach Strich und Faden verarscht, belügt, ja, zum eigenen finanziellen Vorteil und zum Schaden unserer Umwelt, das wollte ich nicht mehr mitmachen und habe dann praktisch trotzdem gekündigt, trotz der relativ langen Kette. Ja. Das war ein relativ sicherer Job mit guten Karrierechancen. Ja. Könnte man jetzt natürlich meinen, idiotischer Rebell. Tja, was soll ich sagen? Aber nur solche Menschen und natürlich auch noch die hart arbeitende Bevölkerung, die haben uns die Freiheiten und Annehmlichkeiten überhaupt erst gebracht, die heute für uns selbstverständlich sind. Ja. Und das war ausdrücklich nicht die Politik, das war keine Regierung der Welt. Das waren einzig fleißige und kritische, aber in keinem Fall waren es dumme Menschen. Und komme ich zum Schluss zu dem Punkt, den ich auch in meiner Einleitung beim Video erwähnt hatte, ja, zu meiner aktuellen Aktivität. Ja. Das heißt, was tue ich heute, und damit meine ich hier speziell auf YouTube, gegen Dummheit? Ja. Also neben meiner sehr umfangreichen Webseite, neben meinen erkenntnisreichen, also für die Teilnehmer, erkenntnisreichen Abenteuertouren, produziere ich, das dürfte ja klar sein, überwiegend längere, sehr informative, aber ich hoffe dennoch möglichst unterhaltsame Videos. Dass das Ganze nicht für die breite Masse geeignet ist, zeigt praktisch, wie stark die Denkfaulheit in den sozialen Medien sich bereits ausgebreitet hat. Und würde auch ich diesen üblichen Einheitsbrei aller 27,5 Minuten zum Beispiel verzapfen, um nicht etwa die Aufmerksamkeit einiger Zuschauer überzustrapazieren, ja, würde auch ich eine Lüge nach dem anderen Fake raushauen, so wie es zig andere, Namen brauchen wir ja glaube ich nicht nennen, ja, täglich tun, ja, täte ich tatsächlich nichts anderes, als aktiv die Dummheit zu unterstützen. Ich weiß, dass meine Videos bereits vielen Menschen geholfen haben. Menschen, die weder dumm sind, noch dumm sein wollen. Menschen aus allen sozialen Schichten und Berufen.
Und all diese Menschen sind, denke ich doch zumindest, ja, also denen ich helfen konnte, sind erkenntnisgereich genug zu wissen, dass man keinen langfristigen Nutzen daraus zieht, möglichst in kurzer Zeit am besten alles verstehen zu wollen. Das ist zwar ein Trend unserer Zeit irgendwo, aber auch vor allen Dingen ein Trend zunehmender Dummheit, über die ich euch jetzt in diesem Video nach bestem Wissen und Gewissen aufgeklärt habe. Und ab heute, das darf ich so sagen, ja, nach über 3 Jahren YouTube, und demnächst nochmal so ein kleines Resümee machen, ab heute werde ich auf keinen einzigen Kommentar mehr eingehen, welcher sich auf die Zeit bezieht, die man sich für meine, ich denke doch durchaus weniger dummen, Videos nehmen sollte. Ja. Auf dahin wünsche ich allen Menschen möglichst wenig nervenstrapazierenden Kontakt mit den noch dümmeren Entscheidungen der anderen. Und natürlich wie immer bei mir viel Spaß draußen!